Willkommen zurück zu Donkey Kong Jungle Beach. Weiter geht's mit Chili. Jetzt wird's scharf, jetzt wird's hot und feurig. Feuerland Himmelstürmer Duo von Himmelstürmer hieß, by the way, der Propeller von Ape Escape, aus Ape Escape, wie man es auch immer nimmt. Wer Ape Escape kennt, wird's nur. Wird mir nur zustimmen können. So. Oh, hier gibt's. Schlittert mal runter und die beiden Level, die waren borgschwer. Das geht jetzt hier vielleicht noch. Oh, Brunnenranke. Gibt's ja auch dieses Märchen mit zur Bodenranke hoch und so. Gab's ja auch in New Super Mario Bros. U. Dann so ein Level mit einer Bodenranke. Goombas flogen runter mit Balance und. Ja, all solche schönen Geschichten. Also mit Bodenranke gibt's schon einige Ideen. Super Mario Star Road, Super Mario 64 Hack ist das. Gab's auch so eine Welt mit einer Ranke und so. Da war so ein Bahnhof daran und da musste man auch so eine Ranke hoch mit vielerlei Jump'n'Run-Acts. Ach, da gibt's so viel. Jetzt philosophiere ich über Videospielgeschichte mit Bohnen. Na toll. Dann kann ich auch noch Mario und Luigi Superstar Saga bringen, ne? Dann dreht sich das ganze Spiel um Bohnen. Mhm. Das ist ja strange. Also ich will schon jede Banane mitnehmen. Das merkt ihr vielleicht. Mhm. Und das. Ach so. Ah, okay. Mhm. Uhu, uhu. Das läuft doch. Alles wird er ganz leise sprechen. Weil wenn wir laut reden, dann klatscht Unki. Und dann geht die Blase kaputt. Und dann schaffen wir es nicht. Der fehlt mal elendig rum. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt sollte ich mich beeilen. Sonst geht das Ganze nicht so gut. Ah, es ist toll, im Baum als Blase zu sein. Oh, oh, ach so, das ist der Drache. Ich dachte, das ist eine Kanone oder so, aber ich habe nicht genau hingeguckt. Mein TV-Kabelbildschirm ist ja klein, ne? Es ist schon cool, dass ich ganz so leise reden muss. Es ist schon cool. Oh, hätten die mich getroffen, wären alle Punkte weg gewesen. Echt scheiße. Solche Assi-Stellen. Wow, epische Kombo, epische Kombo. Schaffe ich hier nochmal die Platin-Scherz. Das Level ist so bockschwer. Beide Level sind so bockschwer. Das werde ich nie mehr schaffen. Nur mit viel Training. Ja, natürlich Kombo 9 einmal im Let's Play im schwersten Level, im schwersten Reich, ne? Natürlich muss es hier passieren. Im schwierigsten. Ja, Mann. Erstmal die Punkte absichern lassen. Scheiß auf hohe Kombo. Ist mir in dem Fall schon lieber. Seht ihr? Jetzt wäre alles weg. Schwimmo und Reiner. Also diese Idee, die finde ich auch endgeil. So, schön in die Mitte und alles mitnehmen. Epic. Schöne Kombo. Jetzt bloß nicht treffen lassen, ist alles. Ach nee, ist nicht alles wieder weg. Okay. Ah, du Noob. Du Noob. Du Lappen. Du Lappen. Du Nichtskönner. Du Spust. Und. Du sollst hier hin. Hier. Oh. Oh, 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 oh. Ja, die eine Banane kam ich mal. Nimm die Banane mit. Nimm die Banane mit. Donkey. Nein. 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 Warum denn? Weil Baum, weil ich es kann. Einfach so. Einfach so. Diese paradiesische Musik. Dabei ist das Level nur die Hölle. Es ist alles andere als leicht. Da wird man doch nicht so reich. Du, 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 du. Nimm mich doch mit, du Drache. In deinen Rachen. Für deine große Rache. Du, 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 du. Oh, Moskitos! Ich hasse euch! Herzlichen Glückwunsch, ich hasse euch. Oh, böse Gewitterwolken ziehen auf. Nee, im Ernst. Bloß nicht runterfallen. Nein! Du Lappen, du Idiot, du Spust, du Scheiß, ach du, ach nö, ach, so viele Punkte unnötig verloren hier, die will ich mir wiederholen, stirbt, stirbt doch mal, ihr Scheißkerle, sowas haben verdient, ihr habt nur eins verdient, den elendigen Tod, genauso wie Donkey, der jetzt noch mehr Punkte verschwendet hat, goddammit, wer zum Kotzen jetzt, dass sie abgeht. Dann muss einer noch dran glauben. Los, du lachst nicht aus, du lachst nicht aus, ja. Das ist die Strafe. Sowas von begründet hier. Oh, die müssen wir haben, die 100. Los, komm her.
Die will ich unbedingt haben. Zwar noch am wenigsten hier durch ein paar Punkte kriegen. Nein, Epic Fail. Ja, das war's. Ach, Bullshit. Na? Na? Nee. Ach. Ja, ich sag ja, Chili-Welt schwierigste, vor allem Chili-Reich. Das Chili-Reich. Hier geht der wahre Punk ab. Ja, und hier die ganzen Fluggeschichten und so, das ist echt schon nicht ohne. Sieht vielleicht ganz schön leicht aus, ist es aber nicht. Wäre wirklich sehr schwer. Jetzt hier noch mit Gegenwind und mit diesen Bastarden. Freie Fall! Ja, Mann! Ja, Mann! Freie Sterben! Ja, Mann! Ja, Mann! Alles for free hier. Paradiesische Musik. Dabei ist es nicht so friedlich, wie es hier klingt. Oh, ich will euch haben, ich will euch haben und euch den Arsch versohlen. Auf Deutsch gesagt. So, zack, 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 zack. Ach komm. Ach komm, ich kann aus dem Wind trotzen. Ne, kann ich nicht. Ich bin unfähig. Ich bin. Ne, es geht nicht einfach. Es geht. Ach, dann dürfen sie am Leben bleiben, die Assis. Auch wenn sie asozial sind. Ne, die kann ich echt nicht mehr treffen. Goddammit! Oh, da ist ja die Frucht! Chili, 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 Chili Manili! Das sagt sogar der Willi! Oh, Chili-Saft! Boah, ist das nicht scharf! Ah, scharf, 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 scharf! Oh, damit schafft er sogar 58 Punkte! That's okay! Endgeile Musik. Also manchmal ist die Musik doch nicht so schlecht im Spiel. Nur bei den anderen Donkey Kongs ist es besser, sagen wir es so. Aber verhältnismäßig zu anderen Spielen ist es echt nicht schlecht. Damit will ich nicht sagen, dass andere Spiele schlechte Musik haben. Donkey Kong Musik zählt zu den besten. Mit Zelda. Ach, es gibt so viele schöne Game Soundtracks. Ape Escape und was war das? Mann! Sowas ärgert mich aber jetzt hier. Wenn die Dinger wechseln, komme ich da nicht mehr lang. Oh, jetzt Concentration ist so schwer. So genau springen mit den Bongos, weil das sieht natürlich leicht aus. Es sieht einfach aus. Aber mit den Bongos so präzise springen ist eigentlich fast gar nicht möglich. Boah, die Musik geht hier richtig ab. Gut, dass es sich noch festkrallen kann. Ja, Mann. So muss das. Ach so. So ein Schweinchen. Schweinchen dick, Schweinchen babe. Die drei kleinen Schweinchen. So. Ach komm, ey. Was willst du eigentlich hier sterben? Sag es doch. So muss das. So ist es geil. Oh, alle Gegner brennen. Alle Gegner sind rot wie Lava. Es passt einfach so. Und der Assi auch noch. So. Komm mal her. Ey. Ey. Ey, Alter. Ey, 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 ey. Lass mich. Ey, ey, ey. So haben wir aber nicht gewettet. Ey. Ey, 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 ey. Das finde ich jetzt gar nicht so krass. Ey. Ey. Ey, ey, lass das, Alter. Ey, ich stehe nicht so auf körperlichen Kontakt. Ey, ey. Ey. Der Typ ist so krank. Und tschüss. Ey. Ah, der bringt mich mal zum Lachen. Ist schon krass. Ey, ey, ey. Wer mag vor euch auch der Igel? Schreibt's in den Kommis. Es ist, glaube ich, gar kein Igel, ne? Was ist das eigentlich für ein Viech? Was ist das? Im Ernst jetzt mal? Für mich ist es ein Igel. Hat zwar keinen Stachel. Schalentier, was auch immer. Oh, rollender Felsen. Wie ein Zelda Skyward Sword. Erster Feuertempel. Ja, komm schon, stirb, scheiß Feuerfledermäuse, ja, wie in Zelda, ne? Feuerfledermäuse, rollender Stein, oh, rollender Stein, das hat sogar das Ferkelschwein. Ach, komm, ey. Ja, da, ne, da werde ich nicht in Lauf fallen. So, jetzt, Frühsport! Frühsport im Vulkan. Nicht wieder zurück, weiter geht's im Sauseschild. Mann, treibt doch mal mehr Sport. Der wird ja auch immer kleiner, der scheiß Fels. Boah,
Lava, die alles verschlingt. Alles verbrennt, alles, die alles vernichten. Lava, ey, es ist so geil. Es ist echt geil. Dieses Level ist verdammt schwer, aber echt geil. Muss man sagen. Das wäre asozial, wenn es in die Lava versinken würde. Dann hätten das Retro Studios gemacht. Das Spiel hier nicht. Oh! Oh, doch noch gut erwischt. Ich dachte, das wird jetzt hier ein Akt. Aber ist nicht so. Hühnchen gibt mir recht. Ist kein Akt. Voll heiß hier im Vulkan. Ganze Dampf im Hintergrund, das ist so geil. Richtig tief im Vulkan. Wir hatten ja auch mal ein Level, wo wir in den Vulkan gegangen sind. Das ist wahrscheinlich jetzt die Fortsetzung davon. Ah, die Musik ist echt geil. Der beste Soundtrack bis jetzt. Oh Gott, der kam jetzt aber überraschend und asozial platziert. Gott. Da muss ich schon aufstoßen. Ja, scheiß auf Bananen, scheiß auf Bananen. Ich will hier lebend rauskommen aus dem Vulkan. Ehe, dass er noch ausbricht, ne? Wir sind ja nicht mitten im Vulkan. Is it the Etna? Oder welcher Vulkan is it? Ich kenne auch nur den Etna als Vulkan, im Ernst. Habt ihr noch einen anderen Vulkan vom Namen? Nee, egal. Danke für die Wassermelone. Nehme ich doch gerne an, solche Geschenke, solche Gaben. Sagt sogar die Gabi. Die hat auch mal ganz viele Gaben. Nee. Wow, nicht so stürmisch. My friend. Oh, der war aber schnell. Hallo, seid ihr noch zu retten oder so? So, läuft der Hase. So, hoppelt der Hase. So, und den nehmen wir auch noch hier. Kriegst du. Hab für jeden eine schöne Wassermelone. Könnt ihr euch nicht beschweren. Bin gerecht zu jedem. Jeder hat schon zwei gekriegt. Jeder stirbt mit einem Treffer. Wer will der Erste sein? Los. Jetzt oder nie. Sterben. Ganz gratis. Oh. Ja. Wollte eigentlich die anderen abschießen, aber jetzt ist es egal. Jetzt richtet er sich auf, dass er nicht der Erste ist, der sterben durfte. Jetzt wirft er nur Wassermelonen, weil er sterben will. Donkey. Du weißt schon, wo rechts ist, oder? Ja, jetzt aber und stirb. Ich glaube, der war optional. Ja, der hätten wir gar nicht besiegen müssen. Egal. Für die Banane tut er alles. So geil ist das doch hier allein. Das macht doch unheimlich viel Spaß. Das ist echt hammergeil. Ey, das ist bis jetzt auch das beste Level, finde ich. Im Ernst. Oder eines der besten Level. Hat schon viele gute Level. Innovativ ist das Spiel ja, ne? Auch wenn es sich bei anderen Donkey Kongs so abgrenzt. Ist ja die hauptsächliche Kritik an diesem Spiel. Ist doch sehr geil. Innovation. Ja, wie soll man hier erwischen? Gar nicht. Gar nicht. Runterrutschen, like Boss. Ach der. Was willst du denn? Oh oh, das will er. Ist das krass. Ist das krass. Das ist ja wohl abnormal schwer. Okay. Okay. Ah, hä? Oh, das kommt halt mal dran. Das ist ja wohl sowas von krank. It's so crank. Hey. Verform dich doch mal, du Bullshit. Ja, was willst du machen? Hä? Was willst du machen? Der ist ja richtig krank hier. So, jetzt aber. Eins. Zwei. Und die Nummer drei. Und stirb. Was? Der hat mehr Energie. Boah, like Boss. Viel Glück dabei. Alter, der braucht fünf Treffer. Darum hat der hatte auch eine ganz andere Farbe. Boah, die Schwierigkeit, die Schwierigkeit. Aber ich skill mich hier ganz gut durch. Und ich nehme schon wieder zu lange auf.
schon wieder Rückenschmerzen, weil ich das auf dem Boden machen muss und mich immer so vorbeugen muss. Ja. Das ist schwer. Es sieht so leicht aus, aber mit den Bongos ist es nicht möglich. Ach so, es geht... Hä? Das ist ja wohl so schwierig. Das ist klar, dass es leicht aussieht, aber ihr müsst die Steuerung berücksichtigen. Ich spiele das nicht mit einem Controller. Die Spiel wird mit dem Bongos gespielt. Ja, jetzt ging's doch. Da bleibst du aber da oben drauf. Du Scheißkerl-Donkey, bist du unfähig. Du bist so ein unfähiger, dummer Affe. So ein unfähiger, dummer Affe. Ohne Erziehung, ohne Bildung, ohne alles. Geht doch, meine Fresse. Ich bin dumm. Und schaff nur 52 Punkte und 617. Ah. 617 ist not so good. Feuerland, 130 Punkte. Aha, nur so wenig. Da seht ihr es. Weil es so schwierig ist. Wir hatten letztes Mal 1200 Punkte beim letzten Bombo-Fun. Und er hat uns bis zu 300 Punkte geschwächt. Jetzt kommt die stärkere Version. Duo Fund. Und wir haben nur 617 Punkte. Werde ich hier sterben? Wird Donkey versagen? Werden all seine Bananen verloren gehen? Und wird das Kongreich zugrunde gehen? Und die bösen Tiere siegen? All das erfahren wir jetzt. Duo Fund! Es ist nicht der Laser Fund, der overpowerte Dreckskerl. Es sind zwei. Ja, sage umwobene zwei Bombo Funden. Ja, zwei von der Sorte. Ja, aber die normalen Bombo Funden, glaube ich. Nee, der eine ist, glaube ich, die zweite Version. Okay. Achso, ich brauche ja die Ananas. Ja, das ist so fies hier, Duo Fund. Aber hier kann man sich ganz gut verschanzen. Also, die Stage gefällt mir. Kann man sich gut verschanzen. Vor den Laser. Und tschüss. Die ab. Also du fand. Ich wollte gerade sagen, der geht noch verhältnismäßig. Oh nee, das geht gar nicht. Das ist so nervig, wenn der andere da. Wenn man den Schaden zufügen kann, dass der andere da noch immer meint, rumschießen zu müssen oder aufmucken zu müssen. So einfach nur menschverachtend, diese Scheiße. Ich hasse es. Fucking hate it. Komm schon, saug! Suck it! Biatch! Los, jetzt aber, komm schon. Komm schon. Tick, 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 oh, ich hab noch eine. Stirb, man, stirb doch, du dummer, dummer, dummer Sack. Fahr zur Hölle, du bist doch bekloppt. Seht ihr was? Fällt euch was auf? Beide haben eine Lebensenergie. Das ist das einzig Soziale hier. Soweit ich weiß, ändert sich daran auch nichts mehr. Aber es war nicht der Fall, zum Glück. Ja, Mann! Suck it! Jetzt ist der auch noch schwarz. Alice Schwarzer. Nenne ich ihn. Nee. So. So, jetzt. Da darf man ja auch nicht drankommen. Stimmt ja. Ach komm, nimm's einfach. Ja, der suckt gerade. In dem Moment. Es war ein random Wurf. Und der Freak ist down. Ach so, ich glaube, jeder hat 250 Leben. Du hast meinen Freund getötet. Ich sauer. Ich glaube, jetzt geht er aber ab. Jetzt wird er wieder Laserfun. Aber ich finde die echt leichter als die Laserfund. Mal ehrlich, oder Leute? Duofund. Weil die Level davor einfach richtig krank waren. Richtig schwer. Deswegen hat man hier leichtere Bosskampf gewählt. Und der Freak ist down. Kein Problem. Laserfund, schwerster Boss bis jetzt. Ganz klar. Und tschüss. Tarzan, Tarzan for the win. Und ihr Duofunden sind down. Seid down. Ja, 527 für Chili-Welt geht. Punkte. Da freut er sich. Sollte für den Winter erstmal wieder reichen, ne, Donkey?
Ja, Leute, ihr seht's, ne? Wenn man hier End abgehen kann, kommen noch 15, ne? Ich wusste gar nicht, dass es so hoch geht. Oh my fucking goodness. Oh, Leute, Moment, kurz. Boah, ey, kennt ihr das, wenn man so ein Gefühl hat, dass man kacken muss und dann muss man doch nicht? Wieso erzähle ich euch das eigentlich? Na egal, jetzt geht's weiter mit der Kackfrucht. Oh, oh. Oh Mann, ey. Oh, ich bin schon mit Gedanken im Bett. Nee. Oh, jetzt nochmal zweideutig, ne? Nee, lassen wir das. Es geht weiter mit der Sternfrucht, Affenzirkus, Cosmo Chaos. Und Sumo Kong. Ja, Sternfrucht. Oh yeah. Like a star. Applaus für Donkey. Oh, Wettrennen. Ganz normales Wettrennen mit den Ninjas. Ganz normales Wettrennen als Donkey Kong. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier Erster werden, weil ich den Parcours nicht mehr kenne. Oh, Styler. Und, oh, 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 oh. Schlittern und da rein, da rein. Das ist doch so rein wie ein Ferkelschwein. Okay, der Grüne geht End ab. Aber wir haben ihn. Das macht mir gar nichts, denn hier ist schon wieder der nächste. The next one. Wow, sind die schnell mit ihren Capes. Ninjas mit ihren Capes. Erinnert mich immer an Ape Escape 3. Und jetzt schnell! So schnell wie das Licht. Das ist meine Pflicht. Ach so, da ist eine Treppe. Ja, habe ich echt nicht gesehen, Leute. Hab's nicht gesehen. Hab's nicht gesehen. Okay, das ruft nach einem Neustart. So. Du, 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 du. Wuhui. 3, 2, 1, and go! Ne, ich hab's nicht gesehen, weil ich sitze hier auf dem Boden, ne? Und dann bei diesem Fernseher, LCD-Fernseher, wenn man da vor unten so guckt, sieht man manchmal die Farben so richtig hässlich. Und das war gerade der Fall. Und dann noch der kleine TV-Kartenbildschirm, das soll keine Ausrede sein. It's the truth! So. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, ja. Ja, das passiert mir halt immer, macht ja nichts. So. Wobei, die brauche ich doch eigentlich gar nicht. Nochmal. Egal. Egal. Und jetzt run for your fucking life. So. So wird's eigentlich gemacht. So richtig professional, aber ich dachte, das muss man nicht. Oh, jetzt noch schwimmen. Boah, hier wird nochmal alles geprüft. Fliegen, schwimmen. Einfach alles. Schon geil. Habe ich aber Zeit verloren, aber zweite reicht mir. Ihr wisst es ja. Reicht schon, was ich bei Schwimmen ersten gemacht habe. Bloß. Oh, Donkey! Donkey Honk! Jetzt aber, komm schon ganz schnell hoch. Ich will doch vor dem Bastard. Ins Ziel. Komm schon. Also vor den dritten. Crazy Ninjas. Boah, wie lange geht denn das? Selbst der erste ist noch nicht mal im Ziel. Ja, hoch da. Oh, jetzt kommt noch Felsen. Oh, die werden mich nicht auffallen. Die werden mich nicht auffallen. Ja, Mann. Ja, Mann. Zweiter. Vollkommen. Okay. Das war das erste Level der Sternfrucht, der Kackfrucht. ja. 56. Schöne Sache. Cosmo Chaos. Ich glaube, das Level war auch nochmal richtig fordernd. Boah. Ja, ich erinnere mich. Das ist wahrlich das finale Level. Das war auch richtig krank. Und die Musik ist wieder mal geil. Also ist das Finale jetzt. Nicht der finale Part, aber... Ach, die geheimen Welten, die letzten Welten. Die muss man mit den Medaillen, glaube ich, freischalten. Deswegen, das ist eigentlich das wahre Finale. Boah, da muss man sich überhaupt skillen mit Wandsprung. Wie man an diese Bananen kommt, so, und sich dann schön aufschlitzt. So wie jetzt gemacht. Aber dafür muss das Schwein büßen, du Schwein! Du hast diese Fallen noch platziert, jetzt so! Voll wie Mario Galaxy, oder? Das ist jetzt wirklich Mario Galaxy 0.5. Das ist echt gut.
Gefällt mir. Wie immer könnt ihr eure Meinung zu den Leveln in den Kommentaren schreiben. Also ich finde es nicht gut. Das mal ein Level nach meinem Geschmack. Crazy. Aber irgendwie geil. Schwierig, fordernd. Richtig schön. Innovativ. So muss das sein. Ach, die werfen jetzt die Melonen für Schwein. Okay. Und ich habe gefailt. Okay. Ja. Kann sich sehen lassen, ne? Die Challenge hier. Hey. Wow, gar nicht so einfach. Aber wir haben's. Na, noch ein Treffer, noch ein Treffer. Ein Treffer to go hier. Oh. Oh, oh, oh. Ja, da muss er sich aber konzentrieren. Weil wenn du die hochschmeißt, dann fliegen sie meistens in der Vögel. Und that's not so good. Aber wir haben's. So. Ja, es ging aber. Das ging aber auf jede Kuhhaut. Was sind das denn für welche? Ach so, diese. Kleinen Viecher geht stürmen! Bananen, 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 Bananen. Banana, Banana, Banana. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Ich slide mal darüber. Also, Eis gibt's hier nochmal. Alles nochmal hier. Zum Ende hin. Also, das ist echt geil. Aber das Let's Play neigt sich langsam dem Ende zu. Schade eigentlich. Sehr kurz, LP. Mir sehr viel Spaß immer gemacht. Aber warum rede ich da jetzt schon rüber, wenn's noch nicht zu Ende ist? Komm schon, wir kriegen das, wir kriegen das, wir kriegen das. Ja, wir haben es. Donkey freut sich. Ein Ast ab. Da bin ich lieber außen gegangen. Konnte ich mir die Quälerei da ersparen. Das war nicht echt fies mit den ganzen Quallen und so. Wollte ich nicht runtersliden. Ne, ne, ne. Like a pussy. In diesem Fall mal. Boah, 744, das ist doch gut. Gut Voraussetzung für den Sumo Kong oder wie der hieß. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ah, da ist wieder LCD. LCD von unten. Oder von der Seite. Oh, und die Spinne auch nochmal zum Abschluss. Ich glaube, ich spinne. Den Joke muss ich aber auch immer bringen, ne? Oh, mit denen. Oh, ohne Gegentreffer. Oh, nee. Die Spinne schaffe ich nie ohne Gegentreffer. Never. Just never. Wie sieht's an, ne? Der Affe klatscht da ganz. Aber jetzt. Und stirb! Ja, eigentlich sind die ganz einfach. Und das nehmen wir auch gerne mit. So, jetzt über die Brigitte. Die ist ganz fit. Im Schritt. Oh, Moskitos. Ah, oh, Gott damn it. Wieder nicht gesehen, die Assis. Die sehe ich auch immer so schlecht hier. Oh, Felsen. Hallo? Ach so. Boah, so weit sind wir hochgeflogen, im Ernst. Okay. Dann wollen wir das mal versuchen. Let's try it. Wandsprung hoch. Oh nein. Na, der ging aber hier. Der ist nicht so asozial platziert, wie wir schon zweimal hatten. Und stirb. Spirale, ey. Das ist schon echt crazy. Der Parcours ist wirklich crazy. Erinnert mich an Zelda Majora's Mask. Also, das Spiel erinnert an viele Spiele, oder? Viele hatten wir schon, ey. Boah. Also, Finale, The Legend of Zelda, Majora's Mask, die ganze Parcours von der ganzen Maske war auch so crazy. Darum ist es schon ähnlich. Oh nein. Ähnlich selten dämlich von mir, ey. Ach nö, ach, ach komm. Nee, 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 nee. Das lass ich jetzt nicht so auf mir sitzen. Nee, 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 das war nicht so netzigiert. So, da rein, da runter sollst du, da runter, Donkey. Also, ich sehe die Lücke nicht, ich muss jetzt wieder so hochgehen, das tut zwar nicht meinem Rücken gut. Naja. Das mache ich doch gerne. So. Hey. Und zack. Hör, wer lacht da so fies? Der Panda. Okay. Mhm. Oh, so ging der genau. Ich wusste schon wieder nicht mehr, wie er ging. Einfach die Welle zurück und dann auffangen den Bastard und dann ist er down. Eigentlich ist der ganz einfach, ne? Aber bei dem stelle ich mich immer am dümmsten an.
Bananen, 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 Bananen für die Quote. Was macht der denn hier noch? Also das Level ist richtig, richtig, richtig hammermäßig geil gewesen. Jetzt gibt es ja nochmal zum Abschluss so ein Minispiel. Also jedes kam hier nochmal vor im Finale. Fliegen, alles mögliche hatten wir hier nochmal. Und go! Und jump! Und jump! Booyah! Booyah! Oh yeah, Mann, so muss das. Und zack und ja. Ach so, die Vögel muss ich mal erwischen. Ja, egal jetzt. Egal jetzt. Oh, der kommt auch nochmal. Dein Ernst. Hier kann man da auch nochmal richtig punkten, aber ich hab's nicht geschafft, weil ich ein Lappen bin, weil ich nichts kann und weil Baum. Ja, Mann, ist das geil. Ist das geil. Das ist so episch. Boah, 1000 Punkte, aber kein Treffer, Mann. Habe ich meinen Rekord gebrochen von damals. What the fuck? Aber ich glaube, der Sumo Kong, der ist so verdammt schwer. Und weil ich so fies bin, wirklich so abnormal fies, mache ich hier jetzt einen verdammten Cliffhanger. Aber die Zeit, wir sitzen da eh schon jetzt so lange dran. Der Part ist schon viel zu lang, Mann. Und deswegen würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls nicht, könnt ihr das Video auch gerne wieder favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Und danke fürs Ansehen. Im nächsten Part gibt's beide Secret Final Level mit dem Final Boss, mit dem richtigen hier Sumo Kong. Und dann beide Final Level. Secret Final und Final. Also nicht verpassen. Let's Part von Donkey Kong Jungle Beat. Haut rein, Leute.